In der Himmelpforte finden Feinschmecker echte Gaumen-Highlights abseits des üblichen kulinarischen Mainstreams in der City. Die Himmelpforte gibt es jetzt 20 Jahre, ist eigentlich ein Familienbetrieb, dank meiner Eltern, die mir geholfen haben, und dank meiner Frau, die mich jetzt natürlich extrem unterstützt. Philosophie ist auf jeden Fall regionale Produkte, keine Fertigprodukte. Hauptaugenmerk auf Steak, Fondue im Einklang mit der österreichischen Küche. Geheimtipp und Spezialität des Hauses sind verschiedene Fondue-Varianten. Ich glaube ganz einfach, dass Fondue ein sehr kommunikatives Essen ist. Und es sehr schade ist, dass wir in Wien, und das habe ich auch damals empfunden, überhaupt kein Angebot dafür gegeben hat. Es ist wunderschön, mit Leuten zusammenzusitzen, aus einem Topf zu essen, wenn man es mal so sagen möchte, und eine perfekte, langwierige, angenehme Kommunikation haben kann damit. Eine Getränkeempfehlung zum Fondue gibt es nicht. Ich selbst würde natürlich einen Wein zum Fondue trinken, aber ein nettes, kleines Bier dazu kann auch nicht schaden und ist auch was ganz was Nettes. Ja, ich bin gerne Gastronom und Gastgeber. Ich habe das gelernt vor über 30 Jahren im Hotel Bristol Corso. In den besten Betrieben hatte ich das Glück lernen zu dürfen. Und ich möchte auch nichts anderes sein.